Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Ich denke, Jule buhlt um die Gunst von Aline. Sie will quasi ihre... Halt! Jule! Halt! Halt! Sie kann mir doch nicht einfach Nein in die Haare machen! Warte mal. Jule, was machst du? Das muss ich machen. Du kannst doch nicht einfach unsere Tür mit Ketchup beschmieren. Doch. Warte mal, meine Schwester, die ist total irre. Die beschmiert hier unsere ganze Tür mit Ketchup. Ja, ich krieg gleich den Ärger, wenn meine Mutter wiederkommt. Jule, hör auf, komm, lass Nein, das. Lass mich! Gib mir die Ketchup-Flasche wieder los. Hallo? Guck mal, was die macht. Was ist denn los hier? Sag mal, was? Sag mal, Aline. Du bist alt genug. Jetzt bin ich mal 5 Minuten aus dem Haus. Ich verstehe das nicht. Ja, warum? Muss ja immer Zirkus sein in der letzten Zeit, mir reizt. Jule, du gehst jetzt rein, holst einen Schwamm. Und du? Nein, mach also ich nicht. Also das nächste Mal wirkst ein bisschen mehr auf deine. Ich gehe nicht rein. Jule, ich bitte. Wenn hier also schon wieder los. Man kommt ja noch nicht mal zum Mittagsschlaf. Ach, Gerda. Was ist denn bei euch immer dieses Geschrei bei euch? Gerda. Tag für Tag. Kannst du denn deine Kinder nicht mal erziehen? Guten Tag, also, hallo. Hallo. Von mir, ich hoffe, ich komme jetzt nicht ungelegen. Tondera, wir hatten telefoniert. Ach so, sind Sie ja. Die Frau Kuhn, ne? Genau, ich bin Frau Kuhn. Sie gehören auch zur Familie. Sind Sie die Oma, oder? Um Gottes Willen, das wäre noch schöner. Bei dieser Familie, das ist ja nur Chaos. Nur Chaos, Tag für Tag. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es mal unter der Familie aus, wenn Sie nicht dazugehören. Dann würde ich ja, dann sagen, gucken Sie ja, mal, dass Sie das da in Ordnung alles bringen. Alles klar, danke. Oh, Sie kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt. Was ist passiert? Schauen Sie sich das an hier. Ich weiß auch langsam nicht mehr weiter. Wir sind dann erstmal ins Haus gegangen, weil die Nachbarin nämlich auch noch dazugekommen war und hatte sich natürlich beschwert über das Geschrei auf der Straße. Die wollte offensichtlich einen Mittagsschlaf machen. Diesen Streit wollte ich dann auch noch vermeiden. Wir sind dann reingegangen und da habe ich dann einiges erfahren, dass es in letzter Zeit wirklich zu großen Streitereien zwischen den Geschwistern gekommen war. Das war für die Frau Kuhn jetzt auch erstmal neu und sie konnte diese Situation auch tatsächlich nicht beherrschen. Aber sind das denn diese Aktionen, von der Sie auch am Telefon gesprochen haben? Ja, das ist einer der Aktionen, die Sie jetzt wirklich mal live erlebt haben. Aber ich habe ganz andere Aktionen erlebt. Und zwar, ich habe auch die Asche aufgesammelt. Da sehen Sie, ich bin schon total durcheinander. Schauen Sie mal hier. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Ja, die Asche. Hat Asche. Ja, im ganzen Zimmer bei der Aline verteilt. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Also wenn das normalerweise ganz gut lief, ne, und seit einiger Zeit schlecht, dann denke ich ja immer, dann muss es ja auch einen besonderen Anlass für gegeben haben. Also ich denke, Jule buhlt um die Gunst von Aline, damit das ja, Aufmerksamkeit vielleicht zu also mit anderen Worten, oder ich weiß auch nicht. Sie will quasi ihre... Jule! Wenn ich dich kriege! Steh! Halt! Jule! Guck dir das mal an, was sie mit meinen Haaren gemacht hat! Also, Jule, du gehst bitte mal hoch in dein Zimmer. Sie kann mir doch nicht einfach Nein in die Haare machen! Aline, komm, beruhig dich doch. Guck dir das an, ich krieg das niemals raus! Weißt du was? Entschuldige, aber manche machen sich das als Haarkur hinten rein. Das ist alles. Ich aber nicht! Ja, ich verstehe dich total. Beruhig dich bitte, weißt du? Komm, wir gehen jetzt erstmal ruhig nach oben. Und ich komm mal mit, glaube ich, ja, ne? Ja, okay. Gerne. Ich verstehe die Welt nicht mehr, weiß erst gar nicht, was los ist. Und da hatte Aline ein Ei im Haar. Also ich musste erst mal die Situation beruhigen. Und ja, ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Ich habe mich so einerseits geschämt. Es ist Besuch im Haus und dann hören die Zankereien immer noch nicht auf. Ganz im Gegenteil, das war ja fast doch eine Steigerung. Jule? Ist nicht da. Ich nehme an, vielleicht ist sie bei Aline im Zimmer. Ich gehe mal vor, okay? Also, Jule, also ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Was spuckst du hier auf der Erde? Jetzt bin ich langsam richtig sauer. Ach, Mensch, Jule, ich hab dich so lieb, aber du kannst doch nicht einfach ins Zimmer spucken. Was soll das denn? Aber ich muss das machen. Wofür musst du das machen? Ich verstehe dich nicht mehr. Ich habe jetzt mal folgenden Vorschlag, ne? Also, wir beide kennen uns ja jetzt noch gar nicht so richtig, weil jetzt war ja so viel los hier, dass wir uns gar nicht richtig vorstellen konnten. Und ich würde gerne mal mit dir in dein Zimmer gehen und dass wir beide uns mal unterhalten. Ist das okay? Die beiden Geschwister sind ja 3 Jahre auseinander. Das ist bis zu einem gewissen Alter gar nicht so problematisch. Aber wenn das ältere Kind dann in die Pubertät kommt, dann entwickelt es sich ja tatsächlich in eine ganz andere Richtung als das jüngere Kind. Die Aufmerksamkeit ist dann vielleicht auch gar nicht mehr da, die das jüngere Kind gerne hätte, weil man einfach ganz andere Interessen hat. Und um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, kann es möglich sein, dass deswegen die Jule tatsächlich in das Kinderzimmer von der älteren Schwester gespuckt hat. Also, wenn zu mir einer ins Zimmer kommen würde und würde in mein Zimmer spucken, dann würde ich denken, der kann mich überhaupt nicht leiden. Ne?
Kannst du denn deine Schwester überhaupt nicht leiden? Doch, ich liebe meine Schwester. Also für mich ist das alles ein bisschen komisch, aber ich würde der Sache trotzdem ganz gerne noch mal hinterhergehen und mit deiner Schwester zusammen ein kleines Spiel machen mit dir. Sollen wir die mal fragen gehen? Mhm. Okay, dann komm. Ich wollte mit den beiden ein Spiel machen. Die Jule war auch direkt einverstanden. Aline musste ein bisschen überredet werden, aber ich war froh, dass sie es dann letztendlich gemacht hat, weil es hat schon ein bisschen dazu beigetragen, der Lösung näher zu kommen. Ich habe gesehen, dass du hier ganz viele Bücher hast und daraus, aus diesen Büchern würde ich ganz gerne eine Mauer bauen. Können wir das mal machen? Die stehen ja da vorne, ne? Durch das Spiel will sich Sozialarbeiter Johannes Tondera die Geschwisterbeziehung der beiden Mädchen genauer ansehen. Dafür bittet er sie, zwei Gegenstände zu holen, die ihnen wichtig sind. So, und jetzt hat ja jeder von dem anderen die Sachen da liegen. Mhm. Und die möchte man ja gerne wiederhaben, ne? Deshalb fängst du jetzt mal an, wenn ich lossage, dass du dir einen Teil von deinem wiederholst. Aber du hast ein Vetorecht. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, nein, ich möchte das nicht, dass du das wieder zurückholst, weil mich stört dieses Teil an dir massiv. Habt ihr das verstanden? Ja. Und umgekehrt natürlich auch, wenn du dann dran bist. Dann fang du mal an. So, den Teddy. Dann bist du dran. Das Handy. Dann bist du wieder dran. Und du. So. Die Gegenstände spiegeln den jeweiligen Entwicklungsstand der Schwestern wider. Die 10-jährige Jule spielt noch mit Springseil und Teddy. Die 13-jährige Aline interessiert sich für Handy und Musik. Da kein Veto eingelegt wird, scheint das für beide Mädchen in Ordnung. Fraglich bleibt weiterhin, warum Jule zuvor ins Zimmer ihrer Schwester gespuckt hat. Das Spiel hat jetzt ergeben, dass ihr euch eigentlich sehr mögt und dass ihr euch gar nicht streiten müsst, ne? Und dass euch an den anderen erstmal so großartig nichts stört. Stimmt das? Ja. Dann können wir jetzt auch mal die Mauer einreißen. So, das hat Spaß gemacht, ne? Also. Hallo. Wollt mal nach Aline gerade schauen, sag mal. Ist alles aus den Haaren raus, oder? Ja. Ja. Sie kommen genau richtig. Kommen Sie mal näher. Darf ich? Setzen Sie sich mal. Ja, danke schön. Nach dem Spiel war eigentlich ziemlich klar, dass zwischen den beiden nichts steht. Man konnte ja auch durch das Spiel dann auch noch mal bildlich diese Mauer einbrechen, die ich eigentlich nur vermutet hatte, die es aber gar nicht gibt. Was mir dann aufgefallen ist, weil wir gerade das Thema Bücher hatten, es waren ja ziemlich viele Bücher in dem Kinderzimmer, aber eins stand auf, also es wurde wohl gerade aktiv gelesen und es war ein ganz besonderes Buch. Ein Buch haben wir ja noch hier, aber das haben wir jetzt nicht benutzt, ne? Was ist das denn für ein Buch eigentlich? Sieht ja ein bisschen gruselig aus, ne? Guck mal hier. Die Kinder haben die Tür zur Abwehr mit Blut beschmiert, in die Ecken gespuckt, Asche und rohe Eier verteilt. Aha. Das kommt mir aber irgendwie ein bisschen bekannt vor, ne? Mir aber auch. Und das ist ja auch hier drauf, ne? Mit dem Ketchup. Ja, eben. Also, das müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen erklären. Das ist ja so ein Gespensterbuch, ne? Ich darf das nicht sagen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man was nicht sagen darf, dann ist es manchmal auch einfacher, wenn man was zeigt. Kannst du mir denn irgendwas zeigen zu dem Thema? Ach komm, Jule. Na gut. Jule, nein. Doch, Aline, lass sie doch mal. Jule, klar. Wir wollen ja auch jetzt hier das Problem lösen, ne? Ja, ist auch in deinem Interesse, Aline, wirklich. Zeig mir mal einmal, worum es geht, okay? Oh, nein. Was ist das? Wer kann mir das erklären? Das ist ein Geisterbrett. Aline, ich hatte dir es aufgetragen, es wegzuschmeißen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das noch hier liegt. Was macht man denn mit so einem Geisterbrett? Aber Jule, was tat mir so leid? Sie war voll traurig, dass Oma gestorben ist. Und ich dachte, ich kann sie ein bisschen glücklich machen, indem wir versuchen, Omas Geist zu beschwören. Oh. Aber es hat nicht geklappt und habe ich es einmal wieder zurückgelegt. Ist doch nichts dabei. Naja. Also, das ist jetzt für mich erstmal eine neue Information. Ja, es ist also wirklich so, vor 3 Monaten ist meine Mutter gestorben. Und ja. Also sie war wirklich eine starke Stütze auch bei uns. Also sie haben sich ja schon gefragt, wo mein Mann ist. Der ist halt den ganzen Tag auf Montage. Und ja, und wir haben alle sehr an Oma gehangen. Ne? Und ja, jetzt ist sie leider gestorben. Also eins kann ich versprechen, Geister gibt's nicht. Geister gibt es nur in solchen Büchern. Glaubst du mir das? Nein. Warum denn nicht? Wie kommst du denn darauf, dass es doch Geister gibt? Wo wir das Spiel gespielt haben, bin ich schlafen gegangen. Ich lasse nämlich immer die Tür einen Spalt auf, damit es mir nicht so gruselig im Zimmer ist, dass es so dunkel ist.
Und dann ist sie auf einmal zugeknallt. Dann dachte ich, dass jetzt ein böser Geist in meinem Zimmer ist. Und ich dachte mir, Oma würde mich nicht so erschrecken. Also meinst du, das wäre ein böser Geist? Ja. Wann war das denn ungefähr? Vor 1-2 Wochen oder was? Ja. Ja, da ist der Papa doch spät nach Hause gekommen. Also, das ist hier halt bei dem Haus so. Wenn hier oben die Tür auf ist und sie schläft bei offener Tür und manchmal ist das Fenster noch ein Spalt auf, ist bei der Hitze ja ganz klar. Da kam mein Mann wahrscheinlich nach Hause. Das könnte ein Windstoß gewesen sein. Sollen wir das mal ausprobieren, ob das geht? Ja, klar. Natürlich vermisst Jule aber auch ihre Schwester und natürlich auch die Mutter die Oma sehr. Die ist vor 3 Monaten verstorben. Da hat man eine Bindung zu gehabt. Und dass man da versucht, irgendwie noch mal anzuknüpfen, das ist ganz verständlich. Mit so einem Geisterbrett, ob man da die richtige Maßnahme getroffen hat, ich glaube nicht. Weil das ist tatsächlich Hokuspokus. Wenn man erwachsen ist, dann kann man das auch so einschätzen. Aber wenn man in dem Alter von Jule ist, dann kann man auch damit tatsächlich Ängste schüren. Frau Kuhn, sind Sie soweit? Ja. Dann können wir loslegen. 1, 2, 3. Aha. Jetzt hast du ja mitgekriegt, die Mama hat unten die Tür zugezogen, ne? Und durch die Luft ist hier oben die Tür mitzugegangen. Hallo, na, hat's geklappt? Ja, hat geklappt. Also so. Ich glaube, wenn das jetzt kein Beweis war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also Geister waren das auf keinen Fall. Mensch, und du wolltest uns einfach mit den Streichen in Anführungsstrichen beschützen. Das ist so niedlich von dir, ehrlich. Ich danke dir. Dann würde ich jetzt einen folgenden Vorschlag machen. Erstmal, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Weil das, ich glaube, das schmeißen wir mal weg. Ja, ne? Das bringt nichts. Ja, und wenn ihr was habt, wirklich. Ich vermisse die Mama doch auch sehr. Und ihr, eure Oma hier, dann kommt doch einfach. Kommt einfach zu mir, wir gucken Bilder, okay? Und dann trauern wir ein bisschen, okay? Jule hatte im Anschluss keine Angst mehr vor Geistern. Und in der Familie ist endlich wieder Ruhe eingekehrt.